An der viel frequentierten Leobner Straße und in unmittelbarer Nähe des Turbo-Kreisverkehrs gelegen, handelt es sich um einen idealen Standort, der aus allen Richtungen leicht erreichbar ist. Die Entscheidung ist uns sehr leicht gefallen. Wir haben hier den optimalen Standort für unsere neuen Lidl-Märkte, unser neues Konzept. Wir haben sehr, sehr viel Parkplatzfläche dazu gewinnen können. Wir haben fast 110 Parkplätze an diesem Standort und es ist auch für den Kunden am Ende des Tages noch besser erreichbar. Es ist die Filiale insofern auch angenehmer erreichbar, beziehungsweise die Fläche für den Kunden spricht einfach für sich. Auf einer Verkaufsfläche von rund 800 Quadratmetern werden hochwertige Qualitätsprodukte von regionalen Lieferanten angeboten. Und die neue Filiale ist auch optisch ein Blickfang, ist sie doch auch die modernste Lidl-Filiale Österreichs. Wir befinden uns wirklich im modernsten Lidl-Markt von ganz Österreich. Wir haben hier wirklich einiges geändert. Wir haben sehr viel an der Technik geändert, aber natürlich auch an der Optik. Ja, der Kunde nimmt es bereits am Parkplatz wahr. Wir haben einen riesengroßen Markt hier hergestellt mit sehr vielen Fensterfronten. Wir haben viel natürliches Licht in der Filiale drinnen. Das ist zum einen für den Kunden natürlich ein großer Vorteil, aber natürlich auch für unsere Mitarbeiter, weil es hier sehr, sehr angenehm ist, insgesamt vom Raumklima. Nachhaltig ist er natürlich auch, dieser Markt. Wir haben gerade im Bereich der Energierückgewinnung wieder neue Standards setzen können. Sämtliche Energie, die frei wird aus unseren Kühlmöbel, können wir dann auch in unsere Wärme auch mit einfließen lassen. Was ist noch neu? Wir haben auch sehr viel Holz aus der Region, aus Kärnten hier auch zum Einsatz bringen können, Holzleimbinder, was dem Markt auch ein bisschen einen ländlichen Charakter gibt und was natürlich sehr, sehr stark ankommt. 15 Mitarbeiter sind künftig am Standort Bruck an der Mur beschäftigt. Insgesamt investierte Lidl 3,4 Millionen Euro. Nicht nur Lidl lohnt sich, sondern auch in Bruck investieren lohnt sich, sagte Brucks Bürgermeister bei der Eröffnung. Wir sind sehr froh, dass hier eine Nachnutzung nach Hollandblumenmarkt gibt, hier an der Leobner Straße. Und hier ist wirklich ein wirklich qualitätsvoller Lebensmittelmarkt, einzigartig bisher von Lidl in ganz Österreich entstanden, hier an der Leobner Straße. Und hier passt er natürlich auch sehr, sehr gut her, weil diese Straße ja sehr, sehr stark frequentiert ist und für die Kunden natürlich dieser Standort sehr, sehr gut erreichbar sein wird. Man ist von hier in 10 Minuten, 15 Minuten maximal direkt im Stadtzentrum am Kolemann-Wallisch-Platz, also wirklich fußläufig sehr, sehr kurz vom Stadtzentrum auch entfernt. Und wir haben hier ein Areal, ein Grundstück, das dem Land Steiermark gehört, das riesiges Entwicklungspotenzial hat und wo wir als Stadt natürlich das als Zukunftschance auch sehen. Und hier geht es darum, wirklich die besten Ideen, die jetzt von Architektenteams aus ganz Europa eingereicht worden sind und vorgeschlagen worden sind, dann in Umsetzung zu bringen. Und ich denke, hier haben wir gute Chancen, unsere Stadt nachhaltig positiv weiterzuentwickeln. Anlässlich der Eröffnung überreichten die Lidl-Verantwortlichen Ortsstellenleiterin Hilde Horvath vom Roten Kreuz Bruck an der Mur einen Scheck in der Höhe von 1.000 Euro. Seit 1998 hat sich Lidl in Österreich erfolgreich als Lebensmittelhändler am heimischen Markt etabliert. Mit knapp 4.500 Mitarbeitern ist Lidl auch als Arbeitgeber eine relevante Größe in unserem Land.